Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 6.5.2022. Und Halleluja, Halleluja. Unser DAX hat ordentlich Randale geschlagen und hier auf jeden Fall impulsiv Eindruck hinterlassen. Ja, also das sieht schon wirklich nach Flächenbrand aus. Das sieht nach unkontrolliertem Feuer aus. Aber am Ende steckt ja auch ein kleiner Schauspieler dahinter, der irgendwo ein Drehbuch geschrieben bekommen hat und dem man gesagt hat: Hey, pack so ein bisschen Glut in die kleinen Dinger, fuchtel ein bisschen nach oben und unten. Und dann sieht das für alle, boah, toll und cool aus, ne? Also in diesem Sinne, vielleicht alles gar nicht so dramatisch, wie es aussieht, ne? Ich glaube, mit der Analyse heute mache ich mich nicht ganz so beliebt. Das ist sicher nichts, was, also könnte ich mir vorstellen, dass es vielen schwer fällt, sich da jetzt so reinzuversetzen und auch den Grundgedanken dahinter zu verstehen, weil sie einfach zu überrumpelt von dieser Bewegung sind, ne? Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es unheimlich viele gibt, die hier vielleicht vorher sogar long drinne waren oder vorher sogar short drinne waren und dann von dieser Bewegung rausgedrückt wurden und sich dann auch gesagt haben, na okay, der kann jetzt auch höher. Martin hat gesagt, 14.600 breche ich mal lieber ab. Und die jetzt natürlich halb Tränen in den Augen überströmt vor ihrem Bildschirm sitzen und die sagen, warum habe ich mein Short zugemacht? Aber das ist halt der Markt. Der Markt läuft immer wieder hoch und runter. Das hat man in jeder Situation hat man das, ne? Also ich meine, klar, ich kann mich auch ärgern, wenn ich hier runter zu meinen Long zu mache und dann sticht er mir oben raus. Der Markt bewegt sich immer hin und her. Und genau dieses Hin und Her ist eigentlich das, was man auch immer ein bisschen mit einkalkulieren muss. Die falsche Konsequenz daraus zu sagen, jetzt, ach, künftig halte ich einfach alles und lasse halt die Stop-Loss weg und sowas. Ich beende halt einfach keine Verluste mehr. Es läuft mir eh wieder in den Gewinn. Das ist aber nicht die richtige. Ne? Weil am Ende führt das dazu, dass irgendwann der Markt halt einfach mir wegläuft. Und dann läuft er halt 2, 3, 4, 5.000 Punkte in eine Richtung, kommt nicht mehr zurück. Da kann ich Positionen ausbauen, wie ich will. Da kann ich reinhauen und so weiter. Und dann plättet mir das ganze Konto auf einmal. Das heißt, ich muss es letztendlich akzeptieren, dass der Markt immer mal wieder zurückkommt, deutlich und eben auch Stops rausreißt, mich überrascht und überrumpelt. Und ich muss einfach als Trader nicht versuchen, dafür zu sorgen, dass ich immer Recht, immer Geld gewinne, wenn ich Recht habe. Ne, weil es gibt viele, die sagen, oh, ich habe doch den Markt Short gesehen und ich wusste doch, dass der fällt und jetzt habe ich hier kein Geld und so weiter. Ne, also das ist immer so eine, da merkt man immer so, dass viele das noch gar nicht so richtig im Kopf haben, worauf es eigentlich ankommt und wo es eigentlich hin muss. Ne, da geht es immer noch so viel so darum, naja, ich habe Recht und dann muss ich da auch gewinnen und wenn nicht, dann bin ich dann ganz schlecht gewesen und so weiter. Grundsätzlich A, Punkt A ist, eine solche Bewegung ist auffällig stark. Ne, es ist wirklich eine Marke, also auch in Amerikaner im Nasdaq, das waren fast 5%, das war schon kurz vor Limit Down, also vor einer Handelsaussetzung gewesen. Das ist schon Ausnahme. Das sind Ausnahmetage. Die kommen halt so auch nicht den ganzen Monat vor. Das kommt einmal im Monat, vielleicht maximal zweimal im Monat vor. Ne, wenn ich immer versuche, auf sowas zu traden, dann habe ich halt 2 Tage im Monat, habe ich mal einen guten Tag und die restlichen 18, 19 Handelstage gucke ich aber ganz schön blöd aus der Röhre dann halt, ne, weil das nicht aufgeht. Und da muss man dann wirklich aufpassen, dass man dann nicht mit diesem einen Tag, der dann wirklich ein bisschen aus dem System rausspringt, das alles komplett hinterwirft und hinterfragt und vor allen Dingen sich nicht auf die Finger haut selber und sich dafür jetzt bestraft, wenn man doch nach Risikomanagement-Gesichtspunkten einen Trade beendet hat, der einem hätte das Genick brechen können. Und wir waren hier auf einem Ausbruchsniveau. Ne, der DAX hätte auch locker, ohne Mist, hätte er, unabhängig der Nachrichtenlage, und es kann auch immer noch, es kann auch immer noch, da kommen wir aber gleich zu, er hätte ohne Probleme auch hier hochrennen können. Er hätte auch noch weiter, hätte bis 15.000 durchziehen können am Stück, wenn er einfach mal die ganzen Leute short plötzlich vor der Flinte hat. Das kann der Markt. Und wir müssen unsere Position immer wieder so strukturieren, dass es eigentlich vollkommen egal sein kann oder muss, was hier passiert am Markt. Das muss uns egal sein können, ohne dass es unser Depot gefährdet. Es darf unser Depot mal kurz ein bisschen runterziehen, auch mal eine Woche, auch mal einen Monat, vielleicht ein bisschen eher auf der Unterseite unser Depot immer wieder leicht anklackern nach unten, aber wir müssen unser Depot immer kontrolliert halten, damit wir nicht wegbrechen. Ne, damit unser Depot stabil bleibt, einfach halt. Ne, dass wir im Trading kleine Einsätze riskieren und dann eben versuchen, wenn es gut läuft, wenn der Markt uns gut in der Hand greift und wir gut Bewegung haben, dann eben auch ein bisschen mehr Druck drauf zu geben, um dann das Potenzial oben auf dem Depot zu öffnen, dass ich ein Depot entfalten kann. Wenn ich jetzt aber aus der Konsequenz sage, mir geht es nur darum, dass ich ja recht habe,
habe und ich aber Geld gewinnen hätte können, wenn ich denn auf mein Risikomanagement verzichtet hätte, und das werden viele jetzt denken, ist das nicht der richtige Schluss aus der Lage? Ist es nicht. Weil das nächste Mal, wo ihr die gleiche Situation habt, dann sagt ihr euch, nee, beim letzten Mal hat es nicht geklappt, nee, ich mache jetzt hier nicht den Stop-Loss, nein, ich halte jetzt, ich gucke mir das nicht, ich lasse mich nicht mehr ausstoppen, das macht er nur für mich und so weiter und so fort, und dann zieht er aber raus. So schnell kannst du gar nicht gucken und läuft und läuft und läuft. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Chart-Situation. Also das ist mir nur wichtig, weil ich weiß, so eine Tage, die vögeln einen einfach im Kopf halt, ne? Das ist, kann ich mich noch gut dran erinnern. Also an solchen Tagen, da war ich immer schlecht gelaunt warm gewesen. Dolle schlecht gelaunt gewesen. Und man hat das auch heute gemerkt, es gab auch bei uns im Chat einige, die da rumgestänkert haben. Da braucht man gar nicht auf den Puck gucken. Da weißt du ganz genau, okay, was ist bei denen heute schiefgelaufen oder eben nicht. Ne? Und das kann man letztendlich, man merkt es einfach, ne? Wenn man falsch handelt, zu große Positionsgrößen und so weiter, das merkt man, das nimmt einen mit, dann ist man schlecht drauf, dann ist man schlecht gelaunt und so weiter und so und so und so vergibt man sich dann gegenüber Familie, Freunden und so weiter. Und deswegen einfach versuchen, Verlusttrades, auch wenn das blöd ist, auch wenn man hier vielleicht Short drinne war und auf eine 13.800 gezielt hat und dann ausgestoppt wurde. Und dann steht der Markt trotzdem nächsten Tag bei 13.800. Trotzdem immer wieder bewusst machen, das Risikomanagement muss dazugehören. Ohne das funktioniert es nicht dauerhaft. Das ist der Knackpunkt. Na klar, es ist nervig und selbstverständlich ist es einfach auch Kacke und man kriegt auch nicht die Performance, die jemand kriegt, der ohne Stop-Loss tradet. Das ist Fakt. Wer jetzt selber sagt, okay, seitdem ich einen Stop-Loss wegnehme, funktioniert es bei mir viel besser, der kann mathematische Zusammenhänge offenbar nicht verstehen. Weil natürlich, in dem Moment, wo ich nicht mehr Verluste realisiere und nur noch gewinne, natürlich gewinne ich dann mehr. Aber ich habe dann eben auch das Risiko, dass mir an einem Tag im Jahr irgendwann mal der Markt einen Strich durch die Rechnung macht und das komplette Depot mit einmal wegräumt. Und das darf einfach nicht sein. Dann kann ich nicht langfristig handeln. Ne? Dann bin ich 240 Handelstage im Jahr profitabel und an einem Tag verliere ich trotzdem alles, was ich eingezahlt habe. Und dann habe ich nichts gekonnt, dann bin ich auch kein Profi-Trader. Ne? Dann bin ich einfach nur jemand, der nicht versteht, was er tut halt. Und indem es eher darum geht, Recht zu haben und einfach ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben. Also das ist wirklich wichtig, das muss man verstehen. Umso eher man das verinnerlicht und versteht, umso besser. Also ich habe da lange für gebraucht. Ich habe mich auch mit anderen angelegt, die immer gesagt haben, mach das Stop-Loss. Warum machst du? Und ich habe mit denen diskutiert und habe denen gezeigt, guck doch mal und die performen, wie gut das läuft. Und diesmal mache ich es viel besser und ich habe jetzt mehr Geld auf dem Konto und jetzt, nee, alles scheiße, es funktioniert nicht. Punkt, können wir abkürzen. Also, Punkt, Ausnahmetag, ne, ist in der Regel schwierig, geht immer ins Gehirn rein und führt auch dazu, dass die Leute die falschen Konsequenzen ziehen, statt sich zu sagen, hey gut, das war jetzt ein Ausnahmetag, ja, okay, wenn ich da ein bisschen patze, ist das okay. Und dahingehend einfach auch die Motivation, die ich mitgeben kann, versucht halt an solchen Tagen, wo ihr merkt, die springen euch einfach raus, die liegen euch nicht oder was, dass ihr dort halt auch nicht mehr verliert, wie an einem schlechten Tag, der so läuft. Und da muss es hin. Da muss es wirklich hin, dass ich sage, okay, 1, 2, 3 Trades, die sind jetzt in die Hose gegangen. Mehr mache ich heute nicht. Das ist mein Tagesrisiko. Das habe ich auch an einem normalen Tag. Heute sehen die Chancen besonders gut aus. Aber dann ist eben auch das Risiko besonders da. Demzufolge mache ich heute eben nicht 10 Trades, nicht 15, nicht 20, sondern belasse es einfach bei den 3 wie üblich. Werde kurz ausgestoppt, fertig. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt zum DAX. Wir haben es gestern gesagt, der kann, wenn er Bock hat, wenn er wirklich Bock hat, kann er sich unten und oben richtig was rausnehmen. Wir haben darüber gesprochen, wie weit er oben kann. Wir haben aber auch, also hier mit 14.600, 14.445, immer auch darüber gesprochen, wie weit er unten kann. Er hat nicht ganz zugehört, muss man sagen. Wir haben von 13.69 gesprochen, nicht von 13.860. Er ist jetzt bei 13.860 raus, aber manchmal nuschle ich auch ein bisschen. Manchmal spreche ich auch ein bisschen zu schnell. Es sei dem DAX verziehen. Fakt ist, er hat es tief unterboten, er hat die Stops rausgerollt. Die long reingegangen sind. Die hier schön long reingegangen sind, weil sie gesagt haben, jetzt kommt der Breakout. Die hat er einmal abgeräumt. Und das hatten wir ja als Szenario beschrieben, was der DAX machen kann. Aber wir hatten beschrieben, dass er das nicht so spät erst holt. Beziehungsweise wir hatten nicht über die Zeit gesprochen, aber in der Konsequenz kann sich der eine oder andere das vielleicht denken, weil wir hatten ja gesagt, wenn er da drunter kommt und er baut dann hier unten eine grüne Kerze, dann kann er die komplette Strecke wieder hoch und sogar ein neues Hoch drüber setzen. Das haben wir gesagt.
So, und die grüne Kerze, ihr seht sie hier, die steht halt erst tatsächlich da unten. Die ist gar nicht hier oben gekommen. Das heißt, jetzt ist diese Situation eingetreten, wo er dann wieder nach oben treiben kann und sogar hier höher kann. Weil so haben wir es gestern besprochen. Wir haben gesagt, einmal hier runter, dann hier unten grüne Stundenkerzen stellen und dann kann er wieder das zurücklaufen. Dadurch, dass er so spät erst da unten angekommen ist, hat er das nicht mehr nach oben entfaltet bekommen. Kann das aber natürlich jetzt zum Freitag machen. Das heißt, passt auf, wenn der am Freitag jetzt nach oben tigert. Wenn der wieder Bock hat, und manchmal hat er da ziemlich viel Bock, das ist einfach geil so. Da hat er gerade seine Phase, der will er rammeln, da will er das fertig machen oder die Leute fertig machen vielleicht eher, ne? Und dann rammelt er durch. Und deswegen passt ein bisschen auf, wenn es den DAX über 13.900 jetzt nach oben drückt. Weil da ist jetzt nicht viel. Der ist bereinigt einfach. Der ist bereinigt. Der hat jetzt nicht viele Punkte, an denen er sich großartig aufhalten muss oder wo er lange verharren muss, weil besonders viel Volumen auf einer bestimmten Stelle sehr konzentriert umgesetzt wurde. Hat er alles nicht. Das heißt, er kann easy bis 1,50 an die Trendlinie hier wieder zurückspielen. Biken oder spucken oder springen oder laufen oder rammeln oder stoßen oder wie auch immer man es bezeichnen will. Also, Fakt ist, oberhalb von 13.900 kann unser DAX schon relativ leicht A 13.69 wieder erobern, B 14.70, 14.40 wieder erobern, das ist die zweite Station, und dann steht er hier oben schon wieder an der 14.150, dann steht er wieder an der Ausbruchskante und kann sich quasi für die nächste Woche das Ding öffnen, um nach oben rauszuspringen. Und das hat er jetzt einmal verweigert, das hat er jetzt zweimal verweigert. Also beim dritten Mal klappt es dann vielleicht mal. Ja, und deswegen Vorsicht, 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 dass man jetzt nicht total aufgegeilt ist von dieser Abwärtsbewegung und der Meinung ist, man kann jetzt da 1500 Punkte rausshorten und man muss sich jetzt unbedingt gegen die grünen Kerzen stellen. Man darf ja Short suchen. Das sage ich ja gar nicht. Die Bewegung gibt es ja her, der Trend gibt es ja, die Abwärtsdynamik gibt es ja, das ist ja vollkommen okay. Ich sag nur, pass auf, wenn er überhalb von 13.900 nach oben drückt, dass man sich nicht dann, genau dann, wenn er Stärke zeigt, wenn er kontern will, dass man nicht dann diese Motivation aufbringt, jetzt fange ich an zu shorten, weil gestern habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, also fange ich jetzt an zu shorten, weil es kann passieren, dass wenn ihr dann hier Shorts reinbuttert, der euch dann oben rausrennt und dann habt ihr das gleiche in Grün plus andersrum. Ja, also davor möchte ich einfach warnen, weil das so eine Stelle, die bietet sich einfach für solche Schandtaten halt richtig, richtig, richtig gut an. Geht aber weiter runter. Und da müssen wir jetzt drüber sprechen. Geht er weiter runter. Wir sehen hier Abwärtsbewegung. Wir sehen hier jetzt Abwärtsbewegung. Wir sehen hier jetzt fast dreiteilig hier eine Korrekturbewegung nach oben. Und sollte der jetzt hier das unterbieten, dann sind wir schlagartig. Da hat der eine oder andere wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber hey, wir haben bei 14.740 noch ein offenes Gap und bei 45 ein offenes Gap. Das heißt, geht der DAX hier tiefer, wühlt er sich zum Freitag unten raus, zeigt gar keine Stärke, probiert es gar nicht erst über 13.900 rauszudrücken, stößt sich vielleicht von 13.900 nur nach unten ab oder von 13.960. Das wäre so ein kleiner Schmankerl. Aber ne, also arbeitet er unterhalb raus und geht auch unter die 13.800, dann geht zunächst das Gap zu. Das ist ein leichtes Spiel, das hat er in einer 5-Minuten-Kerze erledigt. Und dann kann er auch in die 5,40 hier unten reingehen. 5,40 und tiefer. 4,45, 300. Das sind dann so die nächstgrößeren Punkte, die hier erreichbar wären von der Handelsspanne. Ich sag mal, wenn er per Abwärtsgap reinkommen könnte, er würde. Das könnte er locker schaffen. Ne? 4,45, das ist erreichbar. Ne? Das heißt, unterhalb von 13.800 aufpassen, flache Seitwärtsbewegung eher als Shortvorlage ansehen, dass es weiterfällt. Aber wenn er hart kontert, wenn er wirklich fette grüne Kerzen spuckt und er drückt richtig hoch, unterschätzt nicht, wie schnell er da wieder oben steht. Das ist der DAX. Und er ist in seinem Donnerstagsprogramm nicht fertig geworden, weil er einfach zu langsam gefallen ist halt. Ne? Er hätte schneller hier unten sein müssen. Schon 15:30 hätte das Tief kommen müssen. Dann wäre der auch schon deutlich wieder hochgekommen. Aber ich glaube, das ist so viel effektiver, weil die Leute total. Also die sind schon total. Also ich habe Nachrichten gekriegt, boah, was ist denn jetzt los? Und wow. Und die Märkte brechen ja brachial ein und bis wohin geht das noch? Und eigentlich hat er nichts anderes gemacht. Wie ein Ausbruch angetäuscht, die ganzen Stops wegrasiert und die hat er getroffen. Die hat er getroffen. Ne? Man könnte noch vermuten, dass hier unten noch welche liegen und so schnell 47 und hoch, aber wir belassen es wirklich mal bei einer Basisversion. Die hat er getroffen.
Das heißt, wenn er sich jetzt wieder hochschiebt und er steigt hier oben raus, dann, das ist perfekt. Es wäre perfekt. Ja. Wir gucken mal. Wir gucken, was kommt. Ich denke, ihr seht schon am Morgen, ne, arbeiten wir über 13.900, arbeiten wir unter 13.830, unter 13.800, dann kann man schon das eine oder andere fast ausschließen. Ne, dann guckt man sich hier ein bisschen das Gap an unten. Wenn er oben ist, guckt man sich die 69 an, guckt sich die 14.040 an, 14.070 an, guckt sich die 14.100 an, 150. Ja, aber wenn er unten ist, dann gucke ich mir die 13 an, Stück für Stück für Stück halt einfach, ne? Wie verhält er sich? Und wenn er das weiter frisst, dann frisst er sich weiter. Punkt. Okay, verstanden, Botschaft angekommen. Und bitte geht in euch, überlegt euch, welche Konsequenz zieht ihr hier raus. Ne? Also, das sind immer genau die Tage, wo die Leute die falschen Entscheidungen treffen. Ne? Dann sehen sie immer das und sagen sich, oh geil, die 500 Punkte hättest du doch haben können, du hast doch Short gesehen und sowas. Und dann versuchen sie das wieder und dann klappt es die nächsten 30 Tage nicht. Und das ist Zeitverschwendung. Ne? Weil man, jetzt müsste man eigentlich umschalten und müsste sagen, okay, der Tag ist jetzt durch für diesen Monat, kommt wahrscheinlich sowas nicht nochmal. Sprich, passe jetzt schon meine Handelsstrategie für die nächsten Tage einfach an. Ne, weil das ist schon mal durch. Ja, gut, okay. Relativ langes Video, aber ist mir an so einem Tag einfach wichtig, weil ich auch aus persönlicher Erfahrung einfach weiß, wie man an solchen Tagen gerne handelt, wie sehr man sich auch gerne mal gegen den Trend stellt, wie sehr man vielleicht sogar vorher Short drinne stand. Also so hätte ich 100%, kann ich euch unterschreiben, so hätte ich 100%ig gehandelt. Ich wäre hier Short drinne gewesen, in dieser grünen Aufwärtskerze, dann hätte ich hier richtig Schwitzen gekriegt, als er hier oben steht. Hätte schon überlegt, na, was machst denn du? Switzt du vielleicht auf Long, keine Ahnung. Dann wäre er runtergekommen. Ich hätte auf Einstand meine Position rausgenommen und wäre dann Long gegangen. 50, 100 Punkte tiefer. Und würde jetzt dastehen und würde kotzen wie am Strahl, weil ich jetzt 300, 400 Punkte im Minus bin. So hätte ich früher gehandelt. Aber das führt einfach. Das ist instinktiv. Das ist Privatanleger-Style. Das macht man nicht. Das führt auch langfristig nicht zum Erfolg, sowas halt. Ne? Also dann, da hat man immer mal kleine Erfolgserlebnisse, aber unterm Strich macht man sich das Depot immer wieder platt, holt sich das immer wieder auf Null rum. So, und daran merkt man jetzt schon, man muss etwas ändern. Ne? Weil wenn man irgendwie das Gleiche macht, ändert sich an dem Ergebnis auch nichts. Okay, deswegen heute einfach ein bisschen ausführlicher hier, mal noch ein bisschen Trading-Psychologie mit reingebracht, weil es sich wirklich anbietet. Das sind perfekte Tage für sowas. Und ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Ich hoffe vielleicht auch, dass dem einen oder anderen das wirklich geholfen hat, dass wir das durchgesprochen haben, weil zum Donnerstag ist es einfach auch üblich, dass er sowas macht. Und er hat es, wir haben ja drüber gesprochen, unter die 69 hier drunter, einfach weil es geil wäre. Und wenn ich der DAX wäre, dann würde ich so machen oder irgendwie sowas, habe ich gestern gesagt, ne? Das ist schon lecker. Ich hätte es sogar gar nicht, ich hätte nicht geglaubt früh, dass er das macht, aber das ist halt Donnerstag und es ist DAX und ja, macht immer wieder das Gleiche am Ende halt, ne? Und dann ist es doch gerade schade, wenn man an so einem Tag dasteht und sagt, oh, heute habe ich den größten Verlust der letzten 40 Tage oder so. Das muss da nicht sein. Das ist einfach schade drum halt, ne? Weil das sind Regelmäßigkeiten, die treten immer wieder auf, die werden vorher besprochen, dann kann man sie doch für sich nutzen, oder? Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man hier zum Beispiel auch gar nichts getradet hat, wenn man gesagt hat, das ist zu viel, das ist auch okay. Das ist besser, wie jetzt hier einen größten Verlust der letzten 30 Tage zu haben. Ja, gut. Okay, wir sind weit, weit, weit drüber im Video. Aber muss einfach sein. Ist wichtig, ist wichtig. Wir müssen da auch mal drüber reden. Sind ja nicht alle bei uns im Premium, haben auch nicht alle Seminar geguckt. Ne, und sonst springen hier zu viele über die Planke. Das ist auch schade. Schade ums Geld einfach dann halt. Ne? Gut, ich wünsche euch Spaß, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Nee, halt. Wir hören uns am Sonntag. Ciao.